Da ist das Ding. Ich habe sie heute erhalten und wollte jetzt mal ein kleines Unboxing machen und euch ein paar Sachen zeigen. Vielleicht können wir auch so ein bisschen Vergleich machen zur Switch und zur Switch OLED. Und ich bin echt mal gespannt auf das Display. Ich würde sagen, wir starten direkt mal in das Unboxing rein. Ich werde auch die Tage dann nochmal ein separates Video zu machen, aber jetzt einfach nur mal so ganz kurz. Keine Ahnung. Ja, guck doch einfach zu und dann gucken wir mal, was passiert. Wobei soll ich das wissen? Auf jeden Fall ist schon mal der Karton ein ganz anderes Format, als das vorhin ankam von Amazon. Hatte ich erst gedacht, so, die haben wahrscheinlich die Switch vergessen. Aber der Karton ist relativ klein. Im Verhältnis zum anderen Karton, habe ich noch einen hier? Nee, gerade nicht. Auf jeden Fall, wer den anderen Karton hat, weiß, dass der ein bisschen länglicher ist. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt direkt mal rein. So, ich versuche das mal hier aufzumachen. Wahrscheinlich wird das runterfallen mit meinem Glück. Okay, ich sage jetzt mal einfach so, auf den ersten Blick erkennt man keinen Unterschied. Muss ich ganz ehrlich gestehen, aber die weißen Joy-Cons, ich habe mir die in weiß bestellt, sehen schon mal ziemlich cool aus. Die holen wir auch mal gerade raus, den Rest lege ich mal ganz kurz beiseite und gucken uns die mal an. Na klar, Format und so ist identisch. Hier mal eine Nahaufnahme, das werde ich vielleicht auch nochmal, vielleicht nachher später im Video ein bisschen anders machen. Da ist der Weiß, ich finde das Weiß extrem schön, ist so ein bisschen matter, würde ich sagen, es ist nicht so hell. Ja, Joy-Con Drift wahrscheinlich auch noch da, weil hatten wir ja schon mal ein anderes Video, ich verlinke euch das nochmal hier oben, hat sich nicht viel geändert tatsächlich. Wir werden es ja dann sehen. Davon haben wir natürlich dann zwei, logischerweise. Die packen wir mal beiseite, denn ich weiß gar nicht, war das eigentlich bei der normalen Switch? War da nicht erst das Dock und dann die Switch darunter? Das haben wir jetzt hier ein bisschen anders. Wir packen das jetzt mal direkt aus, weil da bin ich schon mal gespannt, ob man da einen Unterschied sieht. Aber insbesondere nachher, wenn wir das Ding mal anschalten und ich das konfiguriert habe, wie dann die Spiele darauf sehen, weil OLED-Screens, habe ich schon mal gesagt, man merkt auf jeden Fall einen Unterschied. Und ich bin gespannt, wie das im Handheld-Modus rüberkommt. So, in der Verpackung tatsächlich sieht man noch gar keinen Unterschied. Ich packe das jetzt mal hier aus, Hokus Fokus Filibus. Oh, okay. Das ist schon. Das sieht man einfach schon. Also, ich stecke mal direkt mal die Joy-Cons hier rein. Also, das kann man. Das glänzt viel mehr. Das kann man natürlich schwierig erklären, Leute. Und ich glaube auch, dass man das auf dem Video nicht so gut sieht. Aber ich versuche das mal so ein bisschen reinzuhalten. Das glänzt extrem. Und man hat hier auch nicht mehr so diese Ränder, die man hat von der normalen Switch. Ich habe natürlich noch die normale Switch hier. Die hole ich mal gerade aus diesem Dock hier raus. So, und halt die mal gegeneinander, dass ihr einfach schon mal so erkennen könnt. Pass auf, gleich lasse ich sie fallen. wie das aussieht. Und man sieht es schon. Also ich glaube, auf dem Video kommt es nicht so extrem rüber. Aber man sieht auch hier diesen Ränder, die man nicht hat. Und das sieht schon extrem, extrem cool aus. Muss ich sagen, also es ist natürlich von der Größe, sind es glaube ich nur 3 mm Unterschied oder so. Also man sieht es ja auch hier von der Größe her, ist da jetzt nicht wirklich so ein Unterschied, außer dass der Joy-Con hier, sehe ich gerade, total dreckig ist. Perfektes Video vorbereitet hier. Aber natürlich die Rückseite, die ist auch ziemlich cool, denn wir haben hier diesen, wie geht denn das? Gleich abgebrochen beim ersten Mal. Diesen Stand, und der geht ja komplett über die ganz breite Seite, was sehr, sehr cool ist. Und oha, der lässt sich mal extrem, extrem weit runter machen. Und da hat man natürlich in unterschiedlichen Formen, kann man den positionieren. Und dann vor allen Dingen auch, wenn man so noch den auf den Tisch stellen möchte. Fühlt sich super hochwertig an. Ist auch Metall oder sonstiges. Fühlt sich wirklich super hochwertig an. Und auch so nicht dieses Klappding hier, was ja ständig immer rausfliegt. Jetzt kriege ich das noch nicht mehr auf. Ihr wisst selber, was das für eine Katastrophe ist. Das fühlt sich wirklich hochwertig an, wie vom Surface Pro, das habe ich mal gezeigt. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Hier drunter haben wir ja dann neuerdings die SD-Karte. Die kommt dann hier rein auf der Stecke und ganz normal unten wieder den Anschluss. Game Card, ganz früher wie typisch wie hier oben. Aber ich sehe gerade, ich versuche euch das mal zu zeigen, seht ihr, dass man da... da ist nicht mehr diese Aussparung. Wie kriege ich das denn jetzt hier? Oh, wow. Wie kriege ich das denn auf? Okay, ich weiß nicht. Ihr kennt das vielleicht von dem hier, von der normalen Switch. Hier kann man das erkennen. Da ist so ein... Ja, Fokus. Da, seht ihr? Da ist so eine Aussparung, wo ich mit dem Fingernagel reinkomme. Und das ist bei der... ich kann das ja mal direkt im Verhältnis zeigen. Überhaupt nicht der Fall. Was dazu führt, dass es total fummelig ist, reinzumachen. Sieht man das jetzt hier? So, seht ihr? Da gibt es halt diese Aussparung bei der normalen Switch und bei der Switch OLED nicht.
Weiß ich nicht, finde ich gar nicht so cool, ehrlich gesagt, weil so, wenn man sich so die besten Fingernägel hat, naja, es geht. Es geht, aber ich finde es jetzt nicht ideal. Was ich auch direkt sehe, ist, dass der Powerknopf, die zeige ich euch auch mal, die Knöpfe, die Unterschiede. Ihr seht hier, dass der Powerknopf so ein bisschen anders aussieht. Der ist auch ein bisschen weiter im Gehäuse drin und auch Plus- und Minus-Volume sehen ein wenig anders aus, ein bisschen dünner geworden. Aber ansonsten, so formfaktormäßig seht ihr ja, ist das identisch. Klar, die Lüfter hatten wir, wussten ja vorher, dass sie schon ein bisschen anders aussehen. Aber ja, jetzt, ja gut, machen wir erstmal weiter. Ich muss aber allerdings sagen, dass das mit dem Display schon extrem cool ist. Also ich habe es ja noch nicht angeschaltet. Ich müsste die Switch auch mal richtig rumhalten. Das ist schon ein anderes Level. Also es ist natürlich jetzt, wir wissen technisch alles gleich, aber das fühlt sich einfach schon in der Hand anders an. Also das ist natürlich schwierig im Video euch zu erklären, Leute. Aber auch die Joy-Con-Verarbeitung vom Material fühlt sich einfach anders an. Okay, machen wir mal weiter. Dann haben wir natürlich hier die schöne Verpackung, da braucht kein Mensch. Okay, dann ja, HDMI-Kabel, so weiß ich nicht, was soll ich da groß auspacken. Ich glaube, das Wichtigste ist ja noch tatsächlich dann mal der Dock. Wir haben natürlich noch HDMI-Kabel, HDMI-Kabel. Dann haben wir noch natürlich ein Ladekabel, also Stromkabel. Und ach so, hier, das ist vielleicht noch interessant. Ist das identisch mit dem, wahrscheinlich genau die gleichen, ja, ist jetzt identisch, ihr kennt diese Halterung. Ich finde die furchtbar, ich kann damit gar nicht umgehen. Nutze ich nie, weil ich tatsächlich eher den Pro-Controller und anderen Controller nehme. Und natürlich die auch noch für oben zum Ausstecken. Die Dinger haben wir auch noch. Ja, ist aber bei mir nicht im Gebrauch. Jetzt kommen wir noch zum Dock, weil der Dock ist ja auch noch ein bisschen anders als bei den normalen Switch-Versionen. Und okay, in Weiß sieht die schon cool aus, ne? Muss man schon sagen. Hier ist das Ganze in Weiß. Wir haben dann natürlich hier zwei USB-Ports. Das glänzt auch von hier innen. Ich weiß nicht, ob man das sieht im Video. Und dann haben wir natürlich hier hinten die Klappe, die natürlich anders aussieht. Ja, da haben wir ja den LAN-Adapter auf der Seite. Ich gucke mal, ob ich das euch so reinbringe. Da unten seht ihr den LAN-Adapter. Dann nochmal HDMI und der Power-Anschluss. Das Ding ist schon wieder so ein flimsy Ding hier, das fällt schon wieder die ganze Zeit raus anscheinend. Wie geht denn das hier drauf? Das kriege ich halt nicht mehr drauf. Wie war das denn? Ach so, nee. Hä? Ah, ja, nicht der Rede wert. Aber ich finde, die Dock sieht sehr, sehr cool aus. Sie hat auch ein kleineres Logo, wie man sieht. Auf der normalen Dock ist ja ein größeres Logo drauf, das ist kleiner. Fühlt sich sehr gut an, die Dock. Die könnt ihr auch mit der normalen Switch verwenden, falls ihr das wissen wollt. Aber jetzt, Leute, geht es natürlich darum, dass wir die Switch auch einmal anschalten. Wo stelle ich das Ding denn jetzt hier hin? Ich mache die Einrichtung und dann sehen wir uns sofort wieder. So, Einrichtung erledigt und auf jeden Fall. Und das Display ist schon einfach krass. Es ist auch einfach alles irgendwie gefühlt größer. Ich habe jetzt hier schon mal ein Spiel angelehnt, weil wir wollen mir gleich mal Zelda anschauen, das Gute. Und wenn ich das jetzt mal hier verhältnismäßig sehe, ich weiß nicht eben, ob man es auf dem Video so gut sieht, aber es ist einfach, die Displays sind, also die Dinger sind größer, diese Icons sind größer. Es sieht einfach komplett anders aus. Und das ist schon, jetzt will ich natürlich auch sehen, wie das Ganze aussieht. Ja, wir starten das mal. Und das Display ist schon, das ist schon knackig. Ne? Oh mein Gott, das sieht schon auf jeden Fall anders. Ich weiß, man sieht das wahrscheinlich nicht und vor allem nicht, weil meine Lampe noch davor hängt. Aber es sieht einfach schon ultra krass anders aus. Ich versuche euch das gleich mal mit zwei Spielen zu vergleichen. Es fühlt sich tatsächlich an wie eine andere Konsole. Das kann man einfach nicht anders sagen, auch wenn die natürlich wieder technisch nicht anders sein wird. Ich hoffe, man sieht das im Video. Die Farben sind halt schon von dem OLED-Modell einfach kräftiger. Es leuchtet mehr, es sieht einfach viel hochwertiger aus. Ich hoffe, ich werde euch das vielleicht nachher später mal ein bisschen anders zeigen. Der Unterschied ist halt schon einfach gravierend. Das kann man nicht anders sagen. Das Display ist viel größer. Es fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an in den Händen. Ich freue mich schon darauf, die ersten Handheld-Sachen zu spielen. Ich werde tatsächlich die OLED mehr für den Handheld logischerweise nutzen, weil technisch habe ich ja keine Vorteile. Ich bin gespannt, es werden noch Folgevideos kommen. Ach, ich quatsch einfach nicht so. Ich freue mich.